Aber schlimm wäre, wenn wir jetzt hier jede Tür öffnen könnten. Ey. Was? Ich, guck mal. Ach, hier ist zugeschlossen. Hier ist auch zugeschlossen. Okay. So, hier ist offen. So, oh, hier. Ach, na hier. Hier diniert der Adel, sag ich mal. Ja, hier kannst du vorne beim Captain sitzen. So, ich habe ja aber immer noch keinen schönen Effekt drin. Das klingt noch nicht so geil. Okay. So. Vielleicht so. Moment. Nee, ach ja. Sehr geehrter Gast, tut mir leid, dass ich so direkt bin, aber als ich erfahren habe, dass wir auf demselben Schiff reisen, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen. Ich bewundere Ihr Talent, Ihre Auftritte erfüllen mich wie keine anderen. Es wäre stark untertrieben zu behaupten, Sie wären mein liebster Filmstar. Ich wünschte, wir könnten uns persönlich treffen. Wenn Sie doch nur dieses schlichte Stück Papier mit Ihrer Unterschrift segnen könnten, würde ich dies sehr schätzen. In jedem Fall bleibe ich auf ewig Ihr größte Bewunderin. Es ist schon wie eine Frau gesprochen. Eine sehr männliche Frau. Ja, und die war quasi Starkraucherin. Oh, so ein schöner Heizkörper. Was? Warum macht jetzt die Musik da so Sachen? Oh, können wir hier rausgucken? Nee. Mau, könnte man von außen nochmal die Fenster putzen. Guy's got a reputation. Der Typ hat einen Ruf. Makes his actors jump through hoops before he even lets him on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit, if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. No! Hm. Oh. Moment. Hat sich jemand ein Pfeifchen angesteckt? Dies dulde ich nicht auf meinem Schiff. Na, oh Gott. Kommt ja auch drauf an, in welchem Jahr wir sind, ne? Na, ich würde jetzt mal so 19. Jahrhundert. So what if the guy's a little nuts? He's a director. He comes with a job. I mean, what's he gonna do? Kill ya? Ist das unsere Stimme? Es, vielleicht, weiß ich nicht. Yeah, kill ya! Ja, ekelhaft, Alter. Hallo, Lilly? Was passiert denn jetzt? Oh, eine Maske. I think it's all an act. Hey, schmeiß doch nicht die Lampe. Die Lampe. Ja, da kommt der Leon in mir durch, Alter. Ach so, der Vasenzerstörer. Genau. Der Vasendestructor. Hä, wir kommen doch von hier, oder? Ich glaube, hat sich das nicht schon wieder verändert? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, ja. Okay. Flup. Oh, oh, oh. Ich hab hier gerade einen Freeze gehabt. Ach so? Jetzt seht's wieder. Von Icarus Transatlantic Sicherheitsbüro an alle Offiziere. Die meisten von Ihnen haben schon von dem Hollywood-Film gehört, der an Bord unseres Schiffes gedreht wird. Wir senden Ihnen genaue Anweisungen darüber, welche Decks für gewöhnliche Passagiere gesperrt werden müssen. Und das Wichtigste, die Filmcrew und Schauspieler dürfen nicht gestört werden. Okay. So. Ja, da muss man auch mal ein Machtwort sprechen hier aus dem Sicherheitsbüro. Oh, ist ja, ja, ja. Hm. Hallo? Taschenlampe? Ja, ha. Flup. So. Hallo, bin ich hier richtig? Der gute Globus. Oh, das ist eine Stimme, Alter.
So, wo geht's denn, nächsten Urlaub hin hier auf der ollen Zwetschge hier? Sieht aber aus, als ob das irgendwie nur Wasser wäre. Das sieht aus wie mein alter Sitzball. So, ich glaube, wir gehen mal weiter. Ne! Okay. Oh, das ist, Alter, krasse Stimme, der Typ. Krasse Stimme. Ah, nimm doch mal die Tür, die blinkt. Naja, du. Do you remember? Do you remember? So, wird doch immer weniger Licht. Before the world told you who you should be, do you remember? Hallo? Ja, guck mal, jetzt haben wir viel mehr Licht. Ist doch schön. Ne, verändert sich, glaube ich. Oh Gott. Ich wollte doch nicht kaputt machen. I will make you remember. Ja. In Wirklichkeit wolltest du deinen Sitzball einfach nur wieder haben. Du bist mein Sitzball. So viele haben es versucht, Teil meines größten Werkes zu sein, als ob es je eine andere Wahl gab. Nur eine Person kann diesen Charakter zum Leben erwecken. Nur eine Person ist gebrochen genug, um ihn zu erschaffen. Weißt du Bescheid, Benny? Ja. Nur ja. Til Schweiger kann nicht spielen. Oh Gott, bitte nicht. Nur Til Schweiger kann nicht spielen. Ich bin ein bisschen erschrocken von dem Rohr. So, okay. I believe in you. Das ist ein schönes Bild. Dankeschön. I believe in me. Too. Oh. Ja, schön. Das ist eine schöne Sonne. Das ist einfach eine schöne Sonne. Dankeschön. Lass ich da mal für später liegen. Wozu gibt's hier Gitter? Hmm. Oh, na sag mal, der ist doch schon mal benutzt worden. Wake up, Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison, before we rot. Alles klar. Ja. Okay. Nimm's doch mit, also setz es auf, keine Ahnung, sei... Sei der Pirat. Schön. Ach cool, schön. So, kann ich jetzt... Oh, hier muss man Code einnehmen. Emotional Damage! Da hast du sowas von recht, weil wir haben den Code noch nicht. Ist der hier? War der hier irgendwie zu sehen? Kannst du das drain? Nee, nee. Nee. Kannst du die, Augenklappe drehen? Genau. Nein. Ich glaube, es ist auch keine Augenklappe, es ist, glaube ich, ein Piratentanga. Okay, ja, kann man machen. Ist eklig, aber ja. Die Funktionalitäten sind gegeben, ist okay. Ah, da geht nix. Da geht nix. Muss man vielleicht nochmal zurück. Wobei, was stand denn bei dem Hinweis mit dem... Ja, genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Wo du das Schloss hattest, müssen wir das Schloss jetzt knacken? Naja, wir brauchen ja einen Zahlencode, also. Bewege die Maus von links nach rechts, um einen Zylinder auszuwählen und bewege die Maus nach oben und unten. Okay, nee, doch nicht. Gut. So, heißt also. Ah! 730. Habe ich gerade gegoogelt. So, und. Das war meine leichteste Übung. Zur Seite. Käfig. Was ist das? Was ist denn das? Ein Schmuckstück. Ein Post. Are we really going? Lily, I'm... That's Captain Baines to you, Mr. Hardy. Remember the name, Quartermaster. Or I'll have you walk the plank. Was ist die Vorgeschichte vom Fluch der Karibik? Palais. So, können wir da lang? Oh, da sitzt jemand.
Hey, hey, hey. Hier bewegt sich was. Oh Gott, der Stuhl ist weg. Was? Warum ist da ein Hebel? Warum sitzt hier einer? Würde ich mich eher fragen. Der Hebel macht nichts. Ah. So, okay. Können wir dir hier irgendwas... Hast du hier irgendwas? Oh Gott, diese Puppen, Alter. Diese Puppen. Ja, das ist... Da ist doch wunderschön. Puppen, Puppen. Minikins. So, hier kommt auch nirgendwo lang. Kann ich jetzt hier den Hebel irgendwie x-beliebig hin und her bewegen? So, kannst du dich mal richtig runterziehen? Vielleicht hast du ihn nicht richtig gehabt. Aha! Okay. Scheiße. Was? Oh Gott! Okay. Du kannst hinten lang. Okay. Da ist ja noch ein Mannequin. Da gehe ich mal hier hin. Not aus. Ah, du musst. Da gibst du eine Markierung. Da musst du anhalten und den auf die Markierung setzen. Ist er da unten? Ja, ja, ja. Hast du gesehen? Okay. Ich hoffe, dass der Hebel dafür da ist. Okay. Was? Das ist eigentlich relativ gut drüber, oder? Eigentlich, ich würde sagen auch. Musst du den wirklich im laufenden Betrieb da drauf kriegen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wäre der andere Hebel für den Arsch. Nix. Hey, ich würde nix. Okay, kannst du gleich da nochmal stoppen? Und jetzt den anderen Hebel draußen nochmal hochsetzen? Okay, kannst du nicht, schade. No interaction. Kann ich noch nicht gedrückt halten oder irgendwas? Warte mal, was ist denn hier vorne? Nee, ich dachte, das möchte ich jetzt sofort. High five? Oh, pfui, Alter. Pfui. Lass mal laufen. Nee, okay, es bewegt sich auch nur die Seite. Warte mal. Aha, okay, da geht eine Tür hoch. Ja, aber wäre es nicht besser, wenn die vorbei. Genau. Naja, es wäre schon besser, wenn der Sessel unten wäre, aber die Frage ist. Oh, ist aber so ein Mückenschiss nur, ey. Muss ich jetzt schnell hinrennen und durchcrouchen? Nee, eigentlich nicht, weil das wäre jetzt ein bisschen zu heftig, oder? Das wäre eigentlich, glaube ich, zu fies. Also, glaube ich. Nee, komm mal nicht, nur aber nicht durchkommen. Guck mal noch mal kurz von der Position, wo du vorhin geschaut hattest. Bist du jetzt wirklich da drunter? Oder bist du jetzt irgendwie zu weit links, zu weit rechts? Naja, ist schon ein bisschen wieder zu weit drüber, ne? Über die Position. Ja, so minimal, ja. Aber eine minimale Fehlertoleranz sollte er uns schon eingestehen, irgendwie. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass... Müssen wir den woanders positionieren? Gar nicht an der Markierung? Naja. Macht ja keinen Sinn. Naja, eben. Dass du den, weißt du, hier zu dem Nappel da randüttelst. Crash den jetzt. Geht leider nicht. Bewegt sich das Mannequin anders dann? Na, guck mal, jetzt ist es kurz weg. Hast du gesehen? Wenn du den Knopf drückst, ist der Mannequin weg. Nee, ist einfach nur nicht beleuchtet. Ach, das ist nicht beleuchtet, okay, scheiße. Okay, gut. Ja, haben sie mich getrickst. Schade. Ich dachte vielleicht, dass er... Nee, wir müssen das, glaube ich, wirklich da probieren, wo diese markierte Stelle ist. Jetzt haben wir sie richtig getroffen. Okay, also das ist ja auch... Oh, okay, 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 okay. Was denn nun? Keine Ahnung, ich wurde gerade irgendwie unsittlich berührt. Oh, oh. Ist
wurdest ein bisschen angefasst? Okay. Remember her. These images, memories of you, they've been haunting me. And yet you cling to them, because without me, you have nothing. Nothing. Okay, sah ein bisschen aus wie Tony Curtis. Mehr konnten wir jetzt nicht machen, außer das Bild uns angucken, ja? Also ja, ja. Da waren jetzt keine weiteren Interaktionsmöglichkeiten mit irgendetwas. Nee. Okay, hier geht nichts. Können wir den Hut klauen? Nein. Den schönen Sonnenhut. Dann geht's weiter. Ach du Scheiße. Tanzschritte. Dann geht er hier ran. What? What? Oh Gott. Links oder rechts? Ja, da wo Kreuz ist, würde ich jetzt glaube ich nicht reingehen wollen. Na, ja, toll. Schön, schön, schön. Oh. Ja, kannst du nicht. Oh, jetzt guck mal geradeaus. Wir können hier nicht raus. Ja. Ja. Scheiße. Holy moly. Er war doch gar nicht so schlimm. Nö, nö, nö. Hat ja nicht wehgetan. Aber von hier sind wir gekommen. Aber das ja, ist ja so egal in diesem Spiel. Genau. So, kippen oder was? I'm back, Mahardy. Scouted out the whole area. Looks like there's a trail we can follow. A trail? Left by fellow pirates, no doubt. To lead us to a safe harbor. Ja, na ich. Geh doch mal geradeaus, genau. Ich folge einfach der unheimlichen Kreidespur. Ja, den sollte sich jemand anschauen. So, also erst mit dem schlafen, dann mit dem schlafen und dann geht's weiter. Okay. Was haben wir da? Oh, ein Kaffeebecher. Was soll das sein? Da steht eine 2 drauf. Tabletten oder was? There is a 2 on this tablet. Wir haben es auf jeden Fall genommen. Ich nehme mal, ich schreib's mal auf. Vorsichtshalber. Ja, Uhrzeit und Beschreibung der Aktivität. 10. 22.05 Uhr. Ende der Pause. 22.30 Uhr. Letzter Reparaturtechniker verlässt das Schiff über die Laufbrücke des Ostdecks. 23 Uhr. Überwachung des Hafengebiets entlang des Schiffs. 23.27 Uhr. Auf Patrouille in der Nähe des Frachtbereichs erblicken eines sich bewegenden Schattens. Klein, höchstwahrscheinlich ein Kind. Verfolgung ohne Erfolg. Rot umkreist. 0 Uhr. Wache zu Ende. Muss man sagen, durch die blöden Zeitformen ist blöder Text irgendwie. Oh, gleich erstmal in die Hocke gegangen. Oh, ein Fernglas. There she is, Mr. Hardy. The fastest vessel ever built. Ready to set sail for the land of the flame. I don't see any sails. Shh. We must make our way aboard. Quietly. So, Jojo muss mal kurz aufwischen gehen. Sich zu doll erschrocken. Entschuldigung, ich müsste mal ans Set. Okay, hier kommen wir also nicht durch, gehen wir also außen lang. Ja, die Mannequin hat aber, wenn jetzt da gleich links reingehen soll. Achso, gehst ja gar nicht. Soll ich nochmal zurück? Hast du jetzt irgendwas gesehen? Ja, die sah aus, als ob die eine Waffe in der Hand hat, ne? Also ja, als ob die da zu dem Eingang zielt. Genau. Okay. Wolltest du nur gesagt haben als Warnhinweis. Aber da kommen wir gar nicht hin. Da kann man nichts machen.
So, aber... okay. Ach, guck mal, hier sind wir auf dem Schiff. Oh, mit Haie. Okay. Okay. Komm noch nicht unter Deck. Auch nicht. Na, dann lass uns ein bisschen schippern. So, jetzt würde ja mal sowas von Fluch der Karibik passen hier. Ist gut. So, 5 Minuten später, die ganze Zeit, da ist ein bekloppten Steuerrad hier rumgezerrt. Nothing happens. Okay. Nein! Ich wollte sagen, machst du schon wieder zu? Ja, die Steuerung ist ein bisschen bockig, tatsächlich. Ich kenn's. Jetzt bist du eingesperrt. Für immer. Oh, aber kein Problem, ich hab ein Säbel. Ja. Emotional damage. Hätte klappen können, Bianca, hätte klappen können. Ja, jetzt legst du es aber wieder zurück. So viel zu dem Säbel. Komm mal. Oh, ein Schlüssel? So. Was so auf, so kommst du raus zur Sonne. Oh, schön, schön, schön hier. Schön. Haben wir uns doch alle schön mit Sonnencreme eingerieben? Das ist bescheuert. So, wenn das rumdrehen. Nee. Tja. Große Frage ist jetzt. Was schimmer du? Zurückgehen? Hören wir? Nein. Nein. So, warum kann ich mir jetzt hier die Sonne angucken? Soll ich jetzt hier über Bord gehen oder was? Hast du das gerade noch mal mit? Ja, ich habe gerade die Glocke geläutet. Hätte ich mal lieber nicht gemacht, so wie es aussieht. Ja. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Ich bin weg. Der war fies jetzt. Der war fies, Asra. Oh, oh. Film noir. Das war einer dieser verregneten Tage, wo nichts mehr wirklich ging. Der Mieter hing mir im Nacken. Aber dann kam sie in mein Büro. Sie war eine Schönheit. Charakter, würde ich jetzt mal sagen. Ja, stimme ich dir zu. FW und Sun feinste Schneidereien. Schreinereien. Aufgegebene Bestellung. Eine robuste Holztruhe komplett aus alter Eiche. Mit Randleisten aus schweren Eisen, zusätzlichen Lederriemen und Tragegriffen an der Seite. Groß genug, um einen erwachsenen Mann hinein. Damit ja, ein großer Mann hineinpasst. Ein Erwachsener. Wir hoffen, dass unsere Arbeiten Sie vollkommen zufriedenstellt. Ja, natürlich. Wo ist denn die Truhe?
Sie bereit, zurückzugehen? Sie bereit, zurückzugehen? Nein. Wollen Lose kaufen? Achso, dann steht da bestimmt auch noch Shakta. Oder so. Könnten wir weiter? Nein, können wir nicht. Nein. Denk mal wirklich, wir müssen diese Truhe jetzt finden, wa? Hallo? Ich würde jetzt sagen, wir müssen zurückgehen. Gehen wir zurück. Okay, Manny. Ach, okay. Und alles ist schwarz-weiß. Was? Taschenlampe. In the spotlight, they were safe. Their world controlled and understandable. Was ist denn? Mach doch mal. Weiß ich nicht, was? Achso, kannst du nicht so viel drehen. Müssten wir aber nicht sowieso noch Dias irgendwie? Naja, eine ganze Menge Dias müssen wir finden. Fokussiere das Licht. Achso, ja. Oh! Nee, das war's. Der ist jetzt tot. Er ist jetzt umgebracht. Stevie, ich hab hier ja nichts gemacht. Ich hab hier nur meine Funzel geleuchtet. Ja, aber damit hast. Oh Gott, wo ist er? Ist auf der Flucht. Richard Kimble ist auf der Flucht. Aber er hat eine Waffe. Hast du jetzt hier auch noch was dran auszusetzen, Benny? So, was haben wir denn hier? Ah, ein schöner schmutziger Spiegel. Okay. Ah, was? Ach, zum Rennen. Was? Shift drücken. Was war denn? Was? Oh. Okay. Was? Was ist denn? Was? Das ist jetzt Try and Error hier, oder was? Oh. Hä, du musst doch einen Indikator haben für irgendwas, oder nicht? Ja, scheinbar nicht. Achso, du darfst nicht in die Lichtdings... Kegel. Ja, dann... So, ich glaube, du musst nur. Oh Gott. Nee, die Taschenlampe war kaputt wieder. Der Akku hat nicht erreicht. Der muss ja auch nicht, weil du solltest ihn ja nur nach vorne bringen, damit du da an Ding rankommst. Und was haben wir jetzt hier gerade? Ein Zettel oder was war das? Was haben wir jetzt hier? Sah aus wie eine Kombination für ein Safe? I know you did it. Eleanor? You killed her. Truth is, it was her killing me. Slowly. All this time. All this time. Oh yeah. Nice. Also wie gesagt, du darfst nicht in den Lichtkegel kommen. Ansonsten busted. So kannst du natürlich auch machen. Ja, du hast jetzt vorne den Schalter nicht gedrückt. Schade, dass man das halt nicht weiterkommt. Das ist schade. Tja. So. Ich weiß gar nicht, wo ich hinrennen soll hier. Ne, jetzt nach rechts. Also, ja. Nach rechts? Wenn man nicht an der Tür ja, so. Da, hin, rechts. Halten. Geradeaus, weiter. So, entferne. Dankeschön. Das ist eine coole Mechanik irgendwie. Finde ich gut. Auch wenn es um Mannequins geht, ja? Ich versuch's wirklich auszublenden irgendwie, weil ich find's unangenehm.
Also auf jeden Fall richtig unangenehm. There is a safe. Okay, alles klar. Ich glaube, wir haben vorhin nämlich die Kombination nämlich gefunden bei dem Typen. Aha. Aha. Ist das durch? Okay, Hilfe. Oder ist es? Okay. Ist ja noch ein Safe. Das ist gar nicht so gut. Safe im Safe. 10, so. 80, okay. 10. Ja, vielleicht die Drehrichtung beachten? Naja, ach so. Ja, ja. Also, 10. 80. Und... Na, dreh dich doch mal. 40. Hat er nicht gemacht. Muss ich irgendwie, warte mal, wird halte, zielen, Maus links oder rechts, um eine Zahl festzusetzen. 10. Jetzt, nee, du musst loslassen bei der 10 dann. Ach so, man muss loslassen dann. Genau. Ah. Jetzt die 80. Aber muss ich, 80. Ich muss da jetzt nach links drehen, oder? Ja, du musst jetzt nach links drehen, 80. Hast du mich da gerade schön auf ein Konzept gebracht? Und Schlingel, Alter. Was denn? Ich hab nur gesagt, Drehrichtung beachten. Ja, ja. Du hast doch schon richtig gedreht, ja. Aber du hast nicht losgelassen. In the land we've seen behind shut eyes. Willst du eine Muschel gefunden? Ja, du hast doch nach den drei Muscheln gefragt, wie es mit denen geht. Musst mir auch sagen, wo das jetzt her ist, Benny. Demolition Man? Ne, wie hieß denn das? Na? If your dreams are bold, war das nicht Demolition? Ja, sag es. Wie heißt es? Soul is strong, unlike any other. Able to war das nicht Demolition Man? Ja, was? Bist du unsicher gewesen? Nee, ich weiß, dass es mit dem einem coolen Schauspieler war, den ich, den mochte ich auch. Wie hieß er denn? Jetzt ist los. Wie hieß der? Warte. Ich hab ja noch ein Handy hier. Ist das Wesley Snipes oder was? Ja, nee, Wesley Snipes. War das Wesley Snipes? Wenn du jetzt Sylvester Stallone sagst, raste ich aus. Nee, nee, nee. Demolition Man, 1993. Oh, das Blatt an der Flur. Ja, da läuft doch mal hier im Kreis. Der ist ja wirklich Wesley Snipes, okay, das war doch der.